Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt heute alle da seid. Simply Quartet, alle vier hier im Wiener Konzerthaus im großen Saal. Für die, die euch noch nicht kennen, vielleicht sagst du deinen Namen, dein Instrument und wir sind ja eine internationale Runde, woher du eigentlich kommst. Danfeng, fangst du bitte an. Ja, mein Name ist Danfeng Shen. Ich komme aus China und ich bin ein Geiger. Genau, ich bin Antonia und ich komme aus Österreich, aus der schönen Steiermark und ich spiele auch Geige. Ich bin Lucian, ich komme aus Shanghai, aus China und ich bin Bassist. Ich heiße Ivan und ich komme aus Norwegen und ich spiele das Cello. Wie habt ihr euch als Quartett gefunden? Wie habt ihr einander kennengelernt? Es ist eine, sagt man, besonders mit Ivan eigentlich eine sehr gespannt, sagt man schon, eine gespannt Geschichte. Also wir haben also den FOMO-Besetzung, wir haben in Shanghai gegründet und es gibt auch keine, sagt man, wichtige Grund, warum haben wir ein Quartett, einfach für die Noten, also im Studium. Und dann, weil unser Lehrer in Shanghai, also er studiert vorher auch in Wien an der MDW, und er hat uns vorgeschlagen, also dass wir doch nach Wien kommen und dann weiter studieren. Und dann ab Jahr 2012, dann kommen wir, also mit einem Formel zweiter Geiger hin, ist auch ein Chinesen. Und dann, ein paar Jahre später, wir fehlen doch ein guter Cellist. Und dann hat der Professor Meiser mir vorgeschlagen, der Ivan zu uns kommen. Und dann zwischen uns hat einfach eine E-Mail, also Kontakt geschrieben. Und dann ich frage ihn, also wir kennen uns noch nicht. Und dann ich frage ihn einfach, ja, wir haben hier in Wien einen Wettbewerb, Heidenwettbewerb. Hast du vielleicht schon eine Lust zusammen machen, obwohl wir überhaupt also nicht kennengelernt? Ja, mach das. Ja, und da haben wir durch eine sehr kurze, sagt man, Probespiel und dann, ja, einfach zusammen bis jetzt. Und mit Antonia, weil also wir studieren beiden bei der Professor G.H. Schulz in der gleichen Klasse und dann haben wir auch, ja, also eigentlich sehr natürlich, sagt man, und automatisch zusammen, ja, als jetzige Besetzung. Und das war dann auch der Moment, wo ihr festgestellt habt, das passt, wir wollen miteinander gemeinsam längerfristig arbeiten. Ja, also das schon. Also einerseits von der, sagt man, Spieltyp und Geschmack und andererseits ist auch der, sagt man, der Charakter, die Persönlichkeit, das passt uns auch schon ziemlich gut an. Also vielleicht. Wer weiß, in 5 oder 10 Jahre später vielleicht, ja, Zeit jeden Tag und dann nie mehr. Wie seid ihr denn zu dem Namen gekommen? Ist der Name Programm? Also eigentlich, ich glaube, Simply Quartett, das Simply, das ist schon ein bisschen auch verbunden mit der chinesischen Philosophie. Also, weil, also bei uns ist hier, es gibt die, wie ich sage, die Polarity, das Complete. Kate und Simply. Und ich finde, für Quartettspiele ist genau auch so. Also wir vier Musiker, vier individuell Musiker und wir teilen unsere Emotionen und unser Leben zusammen, aber wir machen diese ganze Musik am Ende eigentlich die einfachste ist die schönste. Und aber das funktioniert irgendwie bei uns ist wie unser Quartettname, finde ich. Also bei uns nach eine Woche, zwei Wochen kennengelernt und geprobt, ja, alles funktioniert ganz einfach. Also übrigens, bevor wir die Namen entschieden, es gibt auch eine sehr kleine, also ganz kleine Geschichte. Also das haben von unserer Former Geigerin, zweiter Geigerin und Bassistin zusammen. Neben unserer, also der Shanghai Konservatorium gibt es ein
sagt man Restaurant oder ein Shop oder so und heißt Simply Thai. Und dann, wir, damals haben wir gar keine Ahnung, was wirklich eine Kammermusikgruppe oder was ist eine Kammermusik ist. Und dann, ja, wir müssen einen Namen, unser Lehrer sagt, wir müssen einen Namen irgendwie finden. Und dann, ja, es ist einfach neben uns ein Sibling Teil, dann nehmen wir Simply Quartet. Und danach haben wir gedacht, oh, es ist sehr offiziell. Ja. Sehr gut, fein. Aber wenn man Musiker oder Musikerin wird oder das werden möchte, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man kann solistisch spielen, man kann in kleineren Besetzungen spielen, Duo, Trio, mit Klavier, ohne Klavier, im Orchester. Warum ist es das Quartett geworden? Was ist das Besondere und das Schöne und das Großartige am Quartett? Ja, dann übernehme ich. Also für mich ist das Besondere am Quartettspielen das, dass man seine individuelle Stimme immer bewahrt und irgendwie einen großen Gestaltungsraum hat, in dem man sich relativ frei bewegen kann und das aber trotzdem mit diesem Überbegriff des Quartettkollektivs, wo man sozusagen zu einem Klangkörper verschmilzt und wo man immer die anderen ganz deutlich bei sich hat und auch hört und auch ganz sensibel reagieren muss in jeder Situation, sodass man eben die Musik irgendwie fühlen kann gemeinsam. Und das finde ich ist im Quartett wirklich, also immer der Fall. So, ich bleibe bei mir und trotzdem bin ich auch mit den anderen total verbunden. Das finde ich sehr schön. Ivan, wie bist du zum Quartett gekommen? Also bei mir hat es recht früh angefangen, dieses Interesse, weil also ich habe eigentlich auf einer kleinen Insel, 1,5 Stunden von Oslo, aufgewachsen und dort habe ich in einem Jugendorchester gespielt. Und dann habe ich auch jeden Donnerstag mit ein paar Kollegen, Kollegen oder Freunden, haben wir Quartett in der Kelle von einer Familie einfach die Musik selbst entdeckt. Und das habe ich damals habe ich überhaupt nicht gewusst, ich soll heute Quartett so auf einem höheren Niveau spielen. Aber wenn ich zurückblicke, das war vielleicht ein Anfang, dass man in einem Kollektiv die Musik entdecken kann. Und das finde ich, das für mich persönlich sehr schön und es vertiefert die Verständnis für die Musik. Wie alt warst du da? Ja, dann war ich vielleicht gegen 10 oder 11 Jahre alt. Nach unserem Spiel, der Vater von der einen Geige war Musiker und er hat viele Noten gebracht und wir hatten keine Lehre, einfach nur selbst angeschaut die Noten und wie können wir das spielen. Und dann danach gab es immer Kuchen oder so und ein bisschen Videogames. Jan, wie war das bei dir? Ja, also für mich, also Streichquartett zu spielen, für mich ist fast wie in einer musikalischen Welt, für mich ist wie eine Familie. Also in der Familie, man teilt sich mit einander nicht nur seine Erfolg, seine Freude, sondern man diskutiert manchmal auch, man streitet manchmal auch. Aber hinter sich, also ich glaube, was immer dort ist, ist das Vertrauen. Und ja, andererseits, ich finde wirklich für mich jetzt wirkt wie, also wie in der Familie. Also ich meine, wenn ich zurück nach Hause gehe, meine Mutter wird nach einer Woche sagen, ja, heute stehst du wieder so spät auf, ja, mach das. Ja, es nervt, aber wenn ich habe es ja nicht zu Hause, dann vermisse ich meine Familie und mit Quartett auch. Wenn ich spiele Quartettproben, ja, der Kollege manchmal sagt, ja, das ist so unsauber hier, ja, wieder zu langsam. Ja, es nervt auch, aber im Urlaub, nach 2 Wochen, ich vermisse mein
Quartett wahnsinnig, wahnsinnig. Wenn wir schon beim Thema, wie man zusammenarbeitet ist, wer wählt denn eigentlich die Stücke aus? Wie kommen eure Programme zustande? Ja, also ich kann so sagen, die meisten kommen von mir. Warum? Weil unser Kollege, also sagen wir mein Kollege, sind alle zu nett. Sie denken, ja, also erster Geiger, wenn erster Geiger findet, die Melodie so schön ist, dann nehmen wir das. Ja, also das ist schon ein Grund. Der zweite ist meistens auch von unserem Geschmack oder unserem Gefühl. Also wir können einfach die alle, was wir von uns persönlich mögen oder ja, oder interessiert, und dann wählen wir einfach aus und dann wir hören einfach zusammen an und dann entscheiden wir, welche. Und von praktischer Seite ist, das haben wir auch geredet, also jetzt sind wir noch relativ jung und wir können noch über manche komplizierte Stück wirklich sehr intensiv arbeiten, zum Beispiel in, ja, sagt man, ab 20. Jahrhundert. Und wenn, also, ja, je später, desto komplizierter. Also mit solcher Stück. Und das ist, kann man sagen, fast die alle Seite, also für den Stück. Also wie auswählen wir uns. Ja. Und wenn ihr dann an einem Stück arbeitet, wie läuft das ab? Wie kommt ihr zu einer Interpretation? Du? Ja. Also ich würde sagen, jeder bringt schon seinen eigenen Geschmack und seine eigene Idee mit. Und natürlich gibt es dann irgendwie Momente, wo man merkt, okay, da ist man jetzt vielleicht nicht einer Meinung, und dann probieren wir herum an Stellen und schauen, wie vielleicht, weiß ich nicht, die Empfindung jetzt oder der Effekt anders gestaltet werden könnte oder ja, generell, wie wir gern die Struktur haben möchten. Und natürlich überlegen wir auch über Balance und wer wichtig ist und welche Stimme wir gern irgendwie hervorbringen möchten oder was so der Kern jetzt ist an der Komposition. Und das natürlich mit dem Gedanken, dass wir den Text so gut wir können verstehen und auch so gut wie möglich dann in Musik umwandeln, weil es ist ja nicht immer ganz klar, was jetzt wirklich gemeint ist, und wir versuchen uns da irgendwie getreu dran zu halten und das dann mit unserer Idee zu vereinbaren. Und genau, und dann am Ende hoffen wir, dass wir einer Meinung sind. Also die gute Sache ist, wir haben zusammen in einem gleichen Ort, also in Wien, ein Jahr lang studiert. Und das ist auch sehr, sagt man, praktisch, weil da haben wir ein relativ ähnliches System und Geschmack. Und dann über solche Sachen, wir diskutieren uns nicht so viel. Hoffentlich. Das heißt, ihr merkt doch sehr schnell, ob ihr dann zu einer gemeinsamen Interpretation gefunden habt. Ja. Mhm. Ist das auch ein Prozess, wo man sagen könnte, ihr wächst zusammen, ihr entwickelt das gemeinsam und in dieselbe Richtung? Das finde ich schon, also dass wir entwickeln und unsere Quartettsprache sozusagen, wie wir die Musik aussprechen und auch, also das mit dem Entwickeln und so, man kann auch immer neue Informationen finden. Heute gibt es auch mehr und mehr Informationen, und das, wir versuchen das mitzunehmen und nicht als Information, aber sondern eine Inspiration für unsere intuitive musikalische Arbeit. Und dann am Ende von diesem Probenprozess steht ja dann normalerweise ein Konzert oder oft. Das geht ja gerade nicht so. Also wir sind ja wieder in einer veranstaltungsfreien Zeit. Wie geht es euch denn damit? Wie
verändert das oder beeinflusst das den Probenprozess und die musikalische Arbeit miteinander? Also ich glaube, wie ganz vielen anderen KünstlerInnen im Moment, ist für uns auch schwer, dass diese Essenz fehlt. Also dieses auf der Bühne sein, mit dem Publikum Musik zu teilen. Und das macht natürlich die Probenarbeit auch irgendwie schwerer, kann man sagen, oder anders, weil wir versuchen schon, alle Konzerte vorzubereiten, und wenn man dann wieder hört, dass jetzt wieder eins abgesagt wurde, dann ist das natürlich ja irgendwie auch deprimierend zeitenweise, weil man freut sich auch und man arbeitet halt zielstrebig darauf hin und versucht irgendwie einen gewissen Zeitplan einzuhalten, und genau, wenn das dann eben entfällt, dann muss man irgendwie trotzdem immer wieder seine Motivation so ein bisschen anstacheln und schauen, okay, wir machen einfach zu viert Musik jeden Tag und es freut uns trotzdem und wir warten einfach, bis wir wieder die Chance bekommen, aufzutreten. Welche live. Projekte gab es, die ihr jetzt realisieren konntet? Für welche Projekte kann man die Zeit jetzt nutzen? Gibt es was, wo man nicht nur an die Konzerte vor Publikum denkt? Genau, es gibt Gott sei Dank einige virtuelle Möglichkeiten, die uns jetzt geboten worden sind. Und wir bereiten uns jetzt auf den Stream von Mendelssohns Opus 44 Nummer 2 vor, das wir dann im Rahmen des Konzerthaus-Streams aufführen dürfen. Und da freuen wir uns, glaube ich, schon sehr. Wir uns auch, auf jeden Fall. Wie ist denn, ihr seid Great Talent im Wiener Konzerthaus, was bedeutet das denn? Was bedeutet das für euch? Was beinhaltet das? Genau, also ja, als erstes ist es auf jeden Fall eine große Unterstützung für uns. Wir bekommen sehr viele Möglichkeiten aufzutreten, auch mit anderen jungen KünstlerInnen zusammen zu spielen und Konzerte zu geben. Und auch gerade in der Zeit jetzt ist es sehr schön zu wissen, dass man die Möglichkeit hat, doch irgendwie out to reachen und mit dem Publikum in Verbindung zu bleiben, und das freut uns natürlich sehr, dass wir da so viel Unterstützung bekommen. Es wird ja dann auch noch nächste Schritte geben, so der Ausblick auf die nächste Saison, da werdet ihr Rising Stars sein. Was heißt das? Ja, das heißt für mich, das ist also das Highlight in meinem Leben bis jetzt, ich glaube, weil ich selber als Student in Musikgymnasium, da habe ich damals schon gehört, so Echo Rising Star, und kommt jedes Jahr, und auch viele junge Musik damals ist schon jetzt sehr berühmte Künstler geworden. Und ja, und ich selber damals sage ich zu meinen Klassenkollegen, dass ja, das wäre immer ein Traum für mich. Nein. Traum lieber nicht, ich glaube, schaffe ich nicht. Aber ja, jetzt ist wirklich, wie soll ich sagen, Dream came true. Ja. Schön, dass ihr da seid. Das Lernen hört ja irgendwie nie auf. Also man kommt hier im Konzerthaus an, man ist Great Talent, dann kommt in der Zukunft, in der Nahen, das Rising Stars Programm. Wo kommen denn eure Einflüsse her? Wie geht das Lernen weiter? Wie geht das Studieren weiter? Von wem bekommt ihr Input, wenn es mal nötig ist? Also ehrlich sagen, für mich persönlich schon, also eigentlich für uns Quartett auch, also wir sind eigentlich sehr glücklich von Anfang, von unserer erste Lehrer Jensen Lam und dann zum Professor Meiser und Hato Beile. Und ja, bis jetzt haben wir auch mit Gerhard Schulz, und also jeder Professor, also jeder Lehrer für uns oder für mich auch hat von verschiedenen Seiten geholfen. Zum Beispiel von der ersten Lehrer, der Musikbegriff, also westliche Musik. Und dann von Professor Meiser, dann Sprache zum Beispiel, und dann von Hato Beierle, dann Zeit. Das ist für mich wirklich sehr wichtig. Also wie, also die Musikzeit, oder sagt man so, also die Zeit in Musik, oder sagt man so.
Und dann ja, von Gerhard ist wirklich den Clan, das ist auch den, sag mal, wichtiger. Wie kann man wirklich sprechen? Also wie kann man das deutlich sprechen und wie kann man, also lass den Publikum oder lass die Zuhörer oder so wirklich gut verstehen. Also alle verschiedenen Seiten, also alle wichtig und wir sind ja sehr glücklich. Genau, und seit Herbst letzten Jahres sind wir auch mit Günter Pichler in regen Kontakt und durften schon eine Live-Stunde und viele Online-Stunden mit ihm machen. Die Situation erschwert das jetzt natürlich, aber wir sind auch froh, dass wir von ihm noch weitere Inputs bekommen werden. Wir dürfen da jetzt kurz in eine Stunde von euch hineinlauschen. Mit Professor Meisel werdet ihr am Dvořák-Streichquartett Nummer 14 arbeiten. Wie läuft denn so eine Stunde normalerweise ab? Also wir spielen durch, was wir schon geprobt haben, und wir und dann sagte Meisel einige Bemerkungen und auch, also einfach in die Musik gehen und was ist hier wichtig. Und ja, manchmal gibt es vielleicht Fragen, wieso macht ihr das so, und vielleicht oft, dass wir bekommen neue Ansichten auf die Stücken. Und ja, das bereichert unsere Entwicklung sehr. Einerseits ist ein bisschen gefährlich, wir kennen uns also mit dem Professor Meisel schon lange, und dann jetzt bringen wir oft und oft irgendwie schlechte Sachen zu ihm. Also dass wir vorher, wir müssen sehr gut vorbereiten oder so, und dann, ach, das dann kommt eine Stunde auch alle beiden Seiten glücklich, und jetzt denken wir, ach, der Meister, Professor Meisel würde sowieso das helfen. Ja, aber. Also ein wichtiger, sehr positiver Einfluss. Ja. Sehr schön. Vielen Dank euch. Danke auch. Danke, dass ihr da seid.
Okay, meine Lieben. Danke. Lassen wir es mal bis hierher. Klingt ja schon sehr, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe ein paar Fragen und Anmerkungen, was die Dramaturgie betrifft noch. Das Allegro ist Appassionato bezeichnet, was eine Challenge ist, weil ja viele Teile im Allegro jetzt nicht unbedingt per se leidenschaftlich wirken. Und ich glaube, dass vielleicht wichtig wäre, darüber nachzudenken, was ist sozusagen die Grundhaltung und was kontrastiert die Grundhaltung. Und nicht so sehr, es gibt das eine und dann gibt es das andere und dann gibt es noch was und dann gibt es noch was, um etwas stärker noch eine narrative Stringenz zu bekommen. Also dass man irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, worum es geht. Könnt ihr mit dem mit? Und im Verhältnis zu dem dann die Einleitung sehen, dass die Einleitung ein Vorbereiten, ein bisschen zuerst suchen, probieren, dann heftiger Ausbruch und eben dann jetzt, wann geht es jetzt los, diese Grundhaltung. Ich finde, dass das Suchen, bevor die ersten klaren Richtungen kommen, also was beginnt im dritten Takt, aber eher gegen's Ende, dass das Suchen am Anfang noch mehr spürbar sein könnte. Also, was könnten wir tun? Also das Suchen am Anfang ist jetzt zu viel Substanz, oder was? Es klingt schön und es klingt so schön eins nach dem anderen. Das ist, wenn ich es hart sage, der Eindruck. Ja? Okay. Alle bemühen sich darum, dass es leise, aber sehr schön klingt. Und vielleicht sollte auch, wenn wir jetzt überlegen, gut, das ist natürlich Ende des 19. Jahrhunderts und das, was wir von den frühen Kategorien von Tonartencharakteristiken wissen, ist jetzt natürlich schon weitgehend aufgelöst. Aber trotzdem, Asmol ist eine ziemlich strange Tonart eigentlich, ja, oder? Also, cool. Also, dass das jetzt nicht so daherkommt, als wäre es wurscht, ob das, das könnte auch in Amol sein. Ja? Also ein Vorschlag könnte sein, doch weniger zu vibrieren. Ist natürlich risky, aber weniger zu vibrieren und weniger konsequent aneinander anzuschließen. Und erst wenn es dann im dritten Takt, nachdem die Antonia dazugekommen ist, eine Richtung aufnimmt, dass man dann in die Richtung geht, also das sozusagen schon ihr vorbereitet, dass Damphong in eine Richtung einsteigt. Und dann ist die Richtung doch mit diesen, also dreimal und dann aufs Fortissimo hin, auf den Verminderten, die ist natürlich ganz klar konsequent. Und das könnte für mich noch zwingender kommen. Und nachdem ist es eigentlich so ein Nachbeben aus diesem Verminderten heraus und dann die mit der Modulation, die Vorbereitung eben auf das Allegro, und dass das Allegro dann aber nicht kommt als das war jetzt ein bisschen strange, aber jetzt ist alles fein, sondern dass da auch dieser leidenschaftliche Drang am Anfang noch da ist. Und dann gibt es natürlich kontrastierende Dinge zu diesem leidenschaftlichen, aber dass das als Grundhaltung irgendwie von euch deutlicher gefasst wird. Das, so, das probieren wir jetzt, oder? Ja. Natürlich klar, aber also du musst etwas finden, wo der Wolf nicht zuschlägt. Aber ja, vielleicht ist es sogar, ich würde es einfach ausprobieren, vielleicht ist es möglich, dass du nicht versuchst, sondern dass du ihn eher zuerst versuchst, stabil zu haben und dann vielleicht ein bisschen beben. Dann gibst du auch mehr Raum
Chance beginnen. Der erste Takt ist super. Ist nicht zu unkonkret der erste Takt? Nein, ich glaube, das ist gut. Okay. Ja. Darf ich, das ist, also, wenn wir das Stück so nehmen, wie es sicher von Dvořák auch gedacht ist, ist ja das Letzte eigentlich, ne? Das ist verkehrt, die beiden Opuszahlen, ne? Dass hier ein Bezug ist schon auch zu dem, was Beethoven gemacht und erreicht hat, dann glaube ich, sollte schon auch dieser Anspruch sein, dass das ein bisschen so ist wie die, wie zum Beispiel Einleitung von Opus 132 von Beethoven. Ja. Wenn jetzt das, wenn im dritten Takt, Antonia, wenn du kommst, dass da ist es eine kurze Wendung noch einmal so zurück, aber dann müsstest du ein bisschen, glaube ich, konsequenter schon vorbereiten, dass das Danfon mitkommt. Und nicht einen Anfang spielt. Ich wollte ihm das nicht. Du wolltest ihn nicht mitnehmen, aber ich glaube, also jetzt, schaut, das, was ihr tut letztlich, ist eure Sache. Wofür ich da bin, ist, auf das zu reagieren, was ich von euch höre und euch ein Feedback zu geben und vielleicht nützliche Ratschläge. Aber wenn man es mal so probiert, aus diesem dramaturgischen Gedanken heraus, müsstest du ein bisschen bestimmter werden. Nicht viel lauter, aber ein bisschen bestimmter, sodass es und das ist das, was von Dvořák eigentlich geschrieben ist. Also insofern ist, also ja, ihr wisst doch, dass wir immer versuchen, das, was wir lesen, in Sinn umzuwandeln und nicht von vornherein mit unseren eigenen. Als Feedback, ich fand das jetzt so viel spannender schon, die Einleitung, sehr, sehr, sehr gut. Das Ende könnte noch ein bisschen toller sein, die letzten drei Takte. Und ob nicht im letzten Takt etwas mehr Zug schon entstehen sollte. Zug. Ne? Yeah. Also dass es schon hinzieht auf das... Okay. Einfach ausprobieren, das es gibt natürlich, kann man auch sagen, aber das macht mehr auf Loslassen nachher. Und wenn wir aber nachher nicht befreit loslassen wollen, sondern in diesem leidenschaftlichen Zug nach vorn sein wollen, dann würde ich es nicht zu viel vorher zurückhalten. Ja. Zurückhalten, das ist wie mit dem Gummiband, das muss man dann auslassen. Ja. Ja? Also wenn ihr eher in den, schon sozusagen die Richtung vorbereitet und dann seid ihr drin,
Das wäre jetzt mein Vorschlag, das auszuprobieren. Okay. Aber vorher ganz super, ich würde vorschlagen vom Mezzoforte nochmal, das ist der Takt 11. Aufpassen, dass das nicht zu, also es hat ein bisschen was typisch natürlich, wie man in Wien sagt, Bämisches, dieses, das darf schon sein, aber dass die letzte, also die zweite der kurzen Achtel, also die Takthälfte nicht, dass die keinen Schuss bekommt. Ja. Eigentlich eher, weil später wird es auch, variiert mit dem, also ein bisschen, das davor fand ich prachtvoll, so, weil das, jetzt zieht es das wirklich hinein. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen direkt von, und bevor wir noch einmal spielen, vom Allegro, weil das war das erste mit diesem nachgesetzten Piano. Dann, wenn in 19 Antonia und Chang fangen wieder in Moll, ist es natürlich leicht, dieses leidenschaftliche mit einem gewissen dunklen Grimm zu fallen. Was passiert ist, dass also trotz Fassen von 20, dass die Punktierung nicht in eine Triole umgewandelt wird. Das fände ich. Wofür auch immer einen zu hohen Preis. Es ist für den Sprung in die Oktav, oder? Ja. Wahrscheinlich, ja. Und was ist, du bist, bleibst du dritte Lage oder machst du 1-1 und gehst auf das Cess mit dem dritten Finger, oder? Okay. Und was ist, wenn du schon mit dem vierten Finger aufs Ass gehst und umgreifst dann? Weil das verhindert, glaube ich, dass du das vorziehst und das ist rhythmisch einfach unbefriedigend. Ja. Ja? Okay. Gut. Dann fang, okay, direkt von 15 oder willst du lieber vorbereiten? Nein, ich glaube, es geht. Ja. Eine Folge ist sehr, sehr gut und hat ja schon funktioniert, aber war rhythmisch schon viel besser. Also was Dvořák in dem Stück an gedanklicher Stimmführungsentwicklung Meisterschaft zeigt, ist ziemlich faszinierend. Also auch hier Beethoven at his best eigentlich. Das fortgesetzt wird, aber in einem ganz anderen Charakter. Das finde ich prachtvoll. Die Begleitung ist sehr schön. Und dann Fong, ich finde es auch von dir sehr schön. Ich finde das sozusagen zweiteilige zu viel. Also zu viel sozusagen nachgesetzt. Weil dadurch verliert es ein bisschen diese sehnsüchtige Präsenz. Und von der Lage her, glaube ich, musst du nicht so viel zurücknehmen, weil es sowieso auf der D-Seite ein bisschen dunkler und weniger wird. Ja, können wir das probieren? Also, dann machen wir doch einmal noch von 19. Noch eine Chance. Ja.
Und wenn ich sagen darf, weil die hat da, ich weiß nicht, bist dir bewusst, dass die anderen ein geschriebenes Crescendo haben? Du hast nur eine Gabel. In den Begleitstimmen steht aber im Takt 28 Crescendo. Ja. Ich meine, sie, ja. Aber sie sind sowieso immer zu laut. Nein, also ich denke, das ist, du könntest ein bisschen mehr aus dir herausgeben. Ein bisschen mehr. Einfach das ist zwar kontrastierend zu den. Zum Hauptmotiv zum Anfang, aber es ist nicht eine völlig andere Welt und nicht etwas, wo man sich jetzt zurücklegt, sondern hat schon auch was mit, vielleicht mit Sehnsucht zu tun oder so. Ja, also dass man da nicht. Und dann ist nämlich schon auch die nächste Entwicklung eher wieder eine Umformung im Empfinden und im Denken, aber nicht ein Schwarz-Weiß-Kontrastprogramm. Mhm. Weil es war ja das Bam, Bim, Bam, war ja die ganze Zeit da. Und jetzt Bam, Dim, Dam, Ding, 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 Ding. Ja? Jetzt wird es wieder dringend. Mhm. Okay? Okay. Ja? Ja. Also einmal noch, aber jetzt können wir direkt von 23. Ich glaube schon, dass es jetzt schon besser gelingt, diese Grundhaltung spürbar zu machen. Mhm. Was ihr noch ausprobieren könnt, ob ihr im Verlauf von der Geschichte mit Evans 32 beginnt, im Verlauf dort, wo Pio Forte steht, doch die noch ein bisschen länger macht. Am Anfang finde ich es sehr gut, aber also einfach alles, was hilft, den Prozess zu unterstützen, ist noch gut. Der Anfang wird noch glorioser werden in 38. Es ist noch ganz gern wenig schmutzlich. Ja, nein, es ist, also jetzt wird natürlich sehr gut sein. Und dann, das nächste finde ich sehr überzeugend jetzt schon, das geht ganz klar auf den Umschaltpunkt und auch wie jetzt das gelingt, dass ihr die 5 Takte nach dem Wendepunkt 49 gut verteilt, das ist sehr fein. Warum ich jetzt unterbrochen habe, war, einerseits ist es nicht ganz gleichzeitig, jetzt mit 54, ja, und das, was ich noch ansprechen wollte, jetzt einfach von dem, was ich vorher gehört habe, ausgehend. Hier steht in tempo e poco a poco più animato. Gut, poco a poco più animato ist klar. Was nicht klar ist, wie schnell es werden soll, also wie mehr belebt. Ja, also einerseits, es steht animato, na poco a poco più animato ist ein bisschen, also von innen auf ja, belegt. Ja, also belebt her. Ja. Aber ganz ohne Tempoveränderung wird es nicht, glaube ich, nicht gelingen. Oder habt ihr gedacht, ihr macht gar nichts im Tempo? Doch, aber eher so Sektionen. Ja, ja. Nein, aber das, wo ich mir noch nicht ganz klar war, ist, ob ihr sozusagen für euch schon definiert habt, wie viel schneller als das Tempo Primo
erlaubt ihr euch zu werden und was ist gut? Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit zu drängen bis zu dem Kadenztag 87. Ja. Und von 67 und von 68 weg Tempo Primo zu spielen. Also noch schneller zu werden oder mehr als Tempo Primo. Was nur sein muss, ist, dass es also dass es das, was vorher so aufgebaut wurde, einlöst. Ja, jetzt muss man denken, Herr Dorschak hat die eine oder andere Symphonie geschrieben, ganz erfolgreich. Und oder? Ja, also so diese symphonischen Entwicklungen, die dann in einem in einem Höhepunkt münden, wo das ganze Orchester eingesetzt ist. Und das hilft natürlich auch, diese Idee und Vorstellung im Hintergrund zu haben. Das, denke ich, soll 68 jedenfalls liefern, oder? Ja. Ja, gut. Die andere Frage, die ich stelle, ist, in Tempo nach dem Ritardando heißt ja nicht notwendigerweise Tempo Primo auch. Haben wir so gedacht. Ja. Habt ihr auch das so gedacht? Das, glaube ich, könnte sogar noch ein bisschen weiter unten anfangen. Das ist mir lieber auch, weil ich finde, dieser Bordon auch unten, das irgendwie zeigt ein bisschen die landschaftliche Musik, nicht das so ganz unter Stress, ich finde. Ja, das ist, also bin ich, außerdem habt ihr dann einfach mehr Raum, um dieses Gefühl des Vorwärtsdrängens auch wirklich, sonst bleibt es ein bisschen im Theoretischen. Ja. Und ihr wisst meine Lieblingsgäste ist... sich so am Ohr zu kratzen, wenn es so auch geht. Also das kommt meistens nicht so gut rüber. Also. Ja, gut, also das würde ich gern probieren. Ja. Können wir von, wo könnt ihr gut starten? Von dort? Zwei, okay. Welche 47, ja genau. Darf ich jetzt fragen, wo ist in diesen jeweils vier Takten, bevor dann die Geschichte weitergetrieben wird von 63, wo ist mehr Schub drinnen? Ist es im ersten Takt oder im dritten und vierten Takt? Im zweiten Takt okay, weil da ist mit dem Aufgang, aber also wo ich höre jetzt, was ihr tut, ist, dass es statisch ist. Ist eben im Takt 56 und 57. Und ich glaube, es wäre eigentlich gar nicht notwendig zu versuchen, im ersten Takt schon irgendwas zu tun. Und vielleicht dann auch gar nicht notwendig im Takt 58, wenn es vorher geschoben hat. Also, dass ihr das versucht, da auszuprobieren, wenn man das darin jetzt vielleicht. Reicht nur ein Takt, oder? Dass ihr eine Vorbereitung habt. 53. So im Prinzip ist schon okay. Wo ihr euch noch nicht ganz einig seid, ist, wenn jetzt das Tempo etwas unterm Tempo Primo ist, wie, ja, weil eigentlich, damit es natürlich klingt, muss ja die Sechzehntel ein bisschen näher an der Triole sein und nicht, ja, und das seid ihr noch nicht ganz gleich. Das glaube ich. Aber so, dass das eher noch dieses
im Aufbruch befindliche hat und dann ne? Und mit dem Tin, Tarin, Tarin, Tarin. Weil sonst ist natürlich, wenn da nichts passiert in diesen zwei Takten, dann wirkt es extrem statisch. Ja. Ja. Okay. Und die letzte Geschichte, 66 würde ich noch nicht den ganzen Takt zurückhalten, sondern nur das, was Damphong braucht für 67, am letzten Schlag machen. Okay. Da hält jetzt schon der ganze Takt zurück. Und dadurch seid ihr, also dadurch verliert ihr das Gefühl, dass man auch die Illusion aufrechterhalten kann, dass es im Prinzip die ganze Zeit belebter wird. Sondern es wirkt ein bisschen so, jetzt haben wir es. Okay, noch einmal. Bevor wir jetzt, glaube ich, ein bisschen können wir noch, oder? Weiter dann. Das würde ich zumindest gerne noch vielleicht schauen, dass wir durch die Durchführung mal durchgehen. Wenn ihr das dann für euch noch weiter bearbeitet, rudert euch niemand dazu. Ich wollte nur jetzt zwei, dreimal noch zeigen, dort ist wichtig, dass ihr das Gefühl habt. Aber nicht, dass ihr jetzt den Gedanken habt, ihr müsst. Mit der Dirigenten meine ich natürlich nie, sondern es geht nur um die Richtung zu zeigen. Ja? Ja. Okay, so, also ihr werdet das großartig hinkriegen. Dann machen wir jetzt vielleicht von Tempo Primo direkt, ist das okay? Mhm. Und mal durch den Durchführungsteil bis zur Reprise. Thank you.
Okay, Matthias, und jetzt eine Preisfrage. Wo ist eigentlich die Reprise? Das ist ziemlich kühn ummontiert, was hier passiert. Also das ist auch etwas, was natürlich viele für Dvořák auch viele Vorbilder hat, aber trotzdem, also das ist schon ein sehr originelles Konzept, dass es eine explizite Reprise nicht einmal sozusagen versteckt, wie bei Brahms oft am Höhepunkt der Durchführung ist gleichzeitig die Reprise oder so, sondern wir kapieren erst, dass wir schon längst in der Reprise sind, wenn, also bei dem Poco Animato, dann das Cello-Solo übernimmt und das weiterführt, das Hauptmotiv, dann kann man rückblickend verstehen, aha, das Bratschen-Solo davor war eigentlich, ja, das gehört auch schon zur Reprise. Ja. Und das ist doch ziemlich interessant gemacht und erst sozusagen Safe Grounds kriegen wir wieder ab 151. Weil das ist same procedure wie in der Exposition, eigentlich dann bis zur Coda. Mhm. Ja? Und dazwischen aber durch einerseits das völlige Umfärben und Umblenden, dass das zuerst schon Espressivo, aber im Pianissimo ist, und dann vor allem diese Stelle, die in der Exposition doch wieder so die Leidenschaft aufgenommen hat, ab 32, im Tempo 134. Ja? Diese Sache ist ja nur eine entfernte Cousine von dem, was in der Exposition damit gemacht wurde. Ja? Also, und ich find auch eben mit diesen Dingen, jetzt komme ich wieder zu dem, was ja mein Anfangsansatz war, dass es spannend ist für uns immer zu überlegen, was heißt denn das? Was heißt das für den Verlauf der Geschichte, weil wir können die Geschichte dann erzählen, wenn wir sie in unserer Vorstellung haben. Für Erklärungen bleibt keine Zeit. Ja? Also das heißt, sie muss selbsterklärend erklingen. Und dafür brauchen wir aber diese Zuordnung. Und das kann jetzt, praktisch kann das in ganz verschiedenen Dingen sich äußern, dass man entweder für diese Sache, auch wenn in Tempo steht, aber dass es dort gar nicht vorwärts treibt, zum Beispiel, könnte eine Möglichkeit sein bei 134. Ja. Weil es eben so die Gegenseite ist der Medaille. Also einige Anmerkungen zu dem, was ich gehört habe, das muss ich sagen, in der Durchführung. Also das Erste, was ich nicht wirklich überzeugend finde, ist diese schrittweise Steigerung der Dynamik ab 83, das funktioniert nicht. Es irgendwie verliert sich's und dann ist plötzlich laut. Okay. Ich glaube, da müsst ihr konsequenter sein. Mit diesem Buddle-Diddle-Dum, mit dieser Abwechslungsgeschichte, dass man merkt, dass da baut sich etwas auf. Und dann ist vom Vorzeichenwechsel, wo es nach E-Moll geht, auf dem Chord 6. Chord E-Moll 91, natürlich ist die erste Geige die Hauptstimme, aber du musst aufpassen, Antonia, dass nicht ab 93 gehst du quasi verloren. Ja, also du musst ein bisschen präsenter bleiben, damit diese Ebene auch da ist. Und ab dem Forte 95 warne ich vor zu großen Unterschieden in der sozusagen Intensitätsverteilung. Also das würde ich auch eher in einer sehr symphonischen Denkart sehen. Verschieden instrumentiert, also jetzt, wenn man es vom Symphonischen her nimmt, verschiedene Orchestergruppen, aber die spielen alle auf. Und nicht dazwischen. So. Dafür, was hier gesetzt ist an Entfesselung von Energie, macht ihr zu viele
Okay. Entspannungen. Ja. Und nur, dass wir uns nicht, dass wir es nicht verwechseln, das heißt nicht, dass es ununterbrochen gleich laut sein soll, natürlich, aber die, sozusagen der Level von Aufruhr, ja, ja, der muss bleiben. Okay. Ja? Und dann noch was Strukturelles, also bevor wir den Wendepunkt erreichen, der klarerweise 119 ist. Diese Takte davor, da fehlt mir noch ein bisschen die Strukturierung. Also das kann man natürlich verschieden zusammendenken, das würde mich interessieren, aber nur, eigentlich ist das, was ich euch jetzt mitgeben will, dass ihr euch klar seid, was gehört hier jeweils zusammen im Sinne von Taktgruppen und macht die nächste Einheit. Das ist nämlich relativ verzwickt hier. Und ich denke aber, es braucht von uns oder jetzt von euch eine Entscheidung. Das ist nicht, das geht nicht, sonst wird es ein bisschen beliebig. So ein bisschen lost in the ocean oder so. Und das. Wenn wir noch Zeit haben, höre ich es gern noch einmal, wenn ihr darauf reagieren wollt, auf das, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Selbe. Tempo 1, ja? Also 80. Die mezzoforte Phrase. Das funktioniert nicht, dass das eine Steigerung, also als Steigerung insgesamt stufenweise empfunden wird, wenn es zu viel runtergeht. Schon mehr, aber es ist die Begleitung zu Nobel. Ich glaube, die Begleitung muss mehr Druck machen auf die Soli. Weil sonst kommt das nicht, dass das Solo sich ja auch, also dass es irgendwie im Wesen des Inhalts ist, dass das Solo sich behaupten muss und irgendwie auch durchkämpfen muss. Sonst kommt keine Verzweiflung aus, sondern man denkt sich, schön spitz, und der andere macht ducke, 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 ducke dazu. Aber das ist ein völlig anderer grundsätzlicher Zustand. Ja? Also versucht mal, euch weniger zurückzuhalten, natürlich nicht das Solo niederscherbeln, aber schon mit mehr. Direkt vom E-Moll Forte, ja? Also was ist das, 95.
man muss dann halt im Solo auch sehen, dass man es wirklich optimiert. Ja. Ja? Und nicht, okay, sondern optimieren, dass es trotzdem noch nobel und feurig klingt, aber trotzdem einfach wirklich durchsetzungskräftig. Du kannst viel lauter spielen. Wirklich? Ja. Ich habe dein Gesicht gesehen und ich schätze das Gesicht sehr, aber das, was ich gehört habe, fand ich das. Wenn wir es einmal noch machen. Das doch. Ich finde, es hätte 120 sein können, aber er nimmt es schnell dann zurück. Ja, aber es ist dort, es ist 120, ja. Weil ja, dort ja. Mit Rampa! Ja. Dort ist die maximale Sache erreicht und von dort tatsächlich verpufft es relativ schnell. Ja. Ja? Aber das spüre ich nicht. Mhm. Also 120 muss für alle gepackt sein. Davor ist jetzt ein paar Mal ein bisschen an der Grenze zum Groben, aber ohne dass man das ausprobiert, wissen wir es nicht. Und das wird sicher, aber die vom Intensitätslevel braucht ihr das. Also das, ja. Okay, machen wir nur die vielleicht 114. Ist es möglich, Entschuldigung, da zu spielen, ja? Okay. Ja, aber jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Anlauf, reicht 116, ja? Thank you.